Ja, hallo, da sind wir doch schon wieder. Eine neue Folge, der Long Dark, neue Aufnahmesession. Ich bin da beim Omi, ich habe geschlafen und ich muss mich ganz kurz neu orientieren. Der Darm ist erledigt. Ich habe ja letzte Nacht noch ein bisschen Wasser gekocht gehabt, in der Hoffnung, dass mal der unsägliche Appetit vom Omi stillen kann. Ich habe dann etwas herausgefunden. Und zwar zeigt das hier oben nicht an, was ich am Omi eigentlich geben muss, sondern es zeigt einfach die Kapazität vom Kühlschrank an. Und ich habe dem Omi viel zu Futter gegeben. Omi, also für das, was ich dir zu Futter gegeben habe, musst du mir ewig dankbar sein. Weil ich habe selber jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich hoffe, ich finde noch etwas. Egal, das Nebenquest ist erledigt. Das Omi ist glücklich und das Omi hat uns ja schon Süppli und eine Jacke gegeben. Und ein schön warmes Häuschen, also sind wir dankbar. Es geht jetzt weiter mit dem Hauptquest. Und dann ist wieder mal so ein blöder Wolf. Ich muss jetzt natürlich ausgerechnet dominant tigern. Der Aussicht ist gerade ein bisschen verschneit. Ich hoffe, das hat einen positiven Einfluss auf den Wolf. Im Sinne von... Jeder weiß ja vom Zoo... Wölfe sind schneeschüch. Komm, geh weg. Ja, geh nicht rüber. Und dass er mich so in Ruhe lässt und ich da wunderbar... Ah, da ist immer noch der tote Hirsch. Und ich da wunderbar runterzotteln kann. Weil, Hauptquest, genau, um wieder auf meinen Redestrang zurückzukommen, ist ja... der... Bauernhof, was Omi gesagt hat, dort müssen einen Schlüssel haben. Und der Schlüssel scheint. Ja, du bist ein Armer. Er scheint ja die Lösung von unserem Problem zu sein, sprich, sollte das irgendwie weiterbringen in der Story. So. Ich glaube, den Wolf habe ich geschafft. Dann gehen wir da mal ein bisschen Schub. Ein paar Kilometer oder ein paar Meter zwischen den Wolf und mich bringen. Wählen wir mal über das Brückli. Ja, ich glaube, es ist gut, ich höre auch nichts. Und dann schauen wir mal, was wir da unten finden. Wahrscheinlich wieder ein weitere Wolf. Ja. Es hielt schon, da sehe ich schon einen Wolf, da hat es eine Schür. Wo er läuft, der läuft weg, oder? Ich glaube, der läuft weg. Aber macht ihr immer feig, wenn wir sind. Und das sind wir prinzipiell immer. Mal speichern. Holz brauche ich auch nicht mehr. Nur noch für den eigenen Gebrauch natürlich. Da hat es anscheinend nichts. Na toll, jetzt bin ich für nichts da übergewatschelt. Kann man da rauf? Nein, springen kann er ja nicht. Da geht es auch nicht rein. Wo ist der Wolf? Da ist der Wolf. Rennen wir mal da hinten durch. Es ist aber hübsch, wenn es da so am Flöckeln ist. Da hat es viele Stickies, was ich dann noch brauche.
Wahrscheinlich bin ich jetzt schon zu weit, oder? Nein, nein, egal. Es ist ja noch morgen. Und von der Temperatur her ist okay. Und da kommen wir sicher nicht durch mit unserem Sissi McKenzie. Das wäre ein Hirsch. Oder doch? Wow. Hey, er macht sich langsam. Bauernhof von Paradiesauen. Oh, wie schön. Mein Auenland. Jetzt kommt der Frodo. Und der Gandalf. Und alles ist wieder gut. Ah, toll, der Wolf ist genau vom Bauernhof. Ah, das sind zwei. Zwei Wölfe. Da hätten wir noch jede Menge Hasen. Ich schaue mich jetzt ganz schnell ein bisschen da in der Gegend um, wenn ich schon da bin. Vielleicht habe ich Glück und der Wolf zottelt noch ein bisschen weg vom Bauernhof. Aber von der Temperatur her sieht es gerade wunderprächtig aus. Dann nützt sich doch das noch aus. Ich hoffe mal, das Geheule kommt von hinten. Gut, da sind wir jetzt fast im Berg, da wird wahrscheinlich lang. Oh, da wird es kalt. Da wird es mega kalt. Ich glaube, wir haben das Ende von der Welt gefunden. Okay, jetzt geht es aber mit Temperatur und Schneesturm, ist gar nicht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hoffe, ich finde jetzt überhaupt noch den Bauernhof. Scheiße. Ja, das ist der Long Dark. Es ist alles wunderbar, man macht Sightseeing. Wahrscheinlich laufe ich jetzt entweder direkt in den Wolf rein. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche mich jetzt mal anhand von der Karte zu orientieren, aber... Da müsste jemand da hin sein. Krass. Eben, das ist der Long Dark. Da ist alles wunderbar, schönes Wetterli. Und dann von einer Sekunde auf die andere ist Weltuntergang. Ich hoffe jetzt auch, ich laufe nicht in den Wolf hier. Da hat es Blut. Und wo ist das Haus? Moment, müsste die richtig sein. Also geht das Blut richtig. Oh, shit. Ja, das sollst du jetzt aber dem Wolf sagen. Nimm mal zur Sicherheit, dass also das Magnesiumfäckchen. Wolf, Wolf, du siehst mich sicher nicht, das ist zu verschneit. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, es ist kalt, es ist kalt, es ist kalt. Und wir sind. Why? Ja, das ist wirklich ein Bad Sign, aber wir haben kalt mehr mit dir. That scarf wrapped around your arm. Where'd you get it? What did you do to my friend? We burned them all, you know, in the old school. It was so easy, we just shut them in there and locked the door. Monsters. It just happened. All the lights went out, the damn bus lost control and crashed into the tunnel. Brought the roof down on us. Barely crawled out of there alive, hell, some didn't. People all hanging around, trying to get warm after the power went out. All huddled together, scared and freezing. Oh man, I would like to have seen that. But we sure warmed them up. You're a bastard.
That's about right. We put them all in the old schoolhouse so we could keep an eye on them. And then something happened to the lights. The power. It was like sparks everywhere and then fire. Your scarf lady found us while the school was burning. She tried to help get them out, but it was already too late. The smoke already did them in. She fought like hell to try and get them out. She stuck a knife or a screwdriver, I'm not sure, into one of our guys. Cut me, too. And then ran out into the blizzard. Where did you see her after that? You want to know about your lady? Help me first. Damn it, tell me where she is. We caught up, but she's a fiery one. Still had the knife. Got me real good, you can see. We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow, she was small enough to crawl through the crush part. She got away. Whatever good it's gonna do her. If you so much as hurt... We barely clipped her wings. She wasn't hurt too bad. Not hurt too bad? All right, she was bleeding. A bit. No way out of here now. The roads are all blocked. You'll never find her. You have no idea how stubborn I am. After the old lady in the house, too? As well as letting those people in the school burn to death? Hey. You think they put me on that bus for my good behavior? That's the bus to Black Rock. Black Rock? Yeah, you know. Black Rock Federal Pen. They put the worst of the bad people. The bad people, bad people. People too bad for the mainland. It's like an old penal colony or some damn thing. They know there's no easy way for us to get back. Imagine how lucky you are. All those people in Milton, scared, dying, and you. Ja. Also grundsätzlich muss man sagen, es ist definitiv kein wahnsinnig netter Zeitgenuss. Wir sind in der Apokalypse. Und es ist noch einer der wenigen, der überlebt hat. Sollen wir jetzt in so einer... Ach, ich hasse so moralisch-ethische Fragen. Also wenn es jetzt darum geht, irgendwie das Überleben von der Menschheit zu sichern und es nur noch wenige Menschen gibt, müssen wir ihm ja eigentlich jetzt das Leben retten. Auf der anderen Seite, was für einen Mehrwert wird er einer postapokalyptischen Gesellschaft beitragen, wenn er dermaßen schlechten Charakter hat? Ich meine, der hat ein ganzes Dorf zugeschaut, wie die verbrennen dort in dieser Schule rein. Nee, also auch wenn es das Ende der Welt ist, so einen Zeitgenuss brauche ich wirklich nicht. You hurt my friend.
Maybe even killed her for all I know. You scared an old lady half to death? You let all those people die. A knife in the gut is the best it's ever gonna get for you. No! Oh, you son of a... Okay. Man kennt sie, du bist ein Mörder, schäm dich mal. Ich hätte das niemals von ihr gedacht. Nein, jetzt ernsthaft, ich meine, was willst du mit so einem Mensch? Der ist durch und durch schlecht. Da ist ja wirklich nichts Gutes drin. Mr. Hobbs, du bist tot, ich hätte gerne das Messer da. Aber du kannst das eh nicht brauchen, wieso kann ich das nicht nehmen? Naja. Also, dafür haben wir einen Schlüssel. Das wird wahrscheinlich der Schlüssel sein, was Omi am Suchen ist. Geld, wissen wir, ist extrem wichtig. Bringt. Ja. Ups. Ja, ich würde sagen, dann tun wir doch mal munter durchlauten. Bücher brauchen wir nicht mehr. Feuermaterial brauchen wir auch nicht mehr. Stoff haben wir, glaube ich, auch genug. Dann haben wir es da alles mal sein lassen. Und Wolf, ich wäre dir sehr dankbar und verwundert, wenn du willst abhauen in der Zwischenzeit, damit, wenn ich dann rauskomme, keinen Ärger habe. Okay, ich sitze jetzt aufhören zu plappern und schaue, dass ich es schaffe. Da durchzulauten und nicht wieder die Hälfte zu übersehen. Ich gehe jetzt einfach mal schön immer links der Nase nach. Futter wäre nicht schlecht, weil ich ja alles mal umgeben. Ja gut, ich mal ein bisschen für Material brauche ich auch für mich. Hauptsache, dass ich Reserve habe. Und wenn es dann eng wird, dann kann ich das immer noch entsorgen. Stromrechnung. Für den Fall, dass irgendein Quest ausgelöst wird, scheint nicht der Fall zu sein. Für die, die zu faul sind zum Lesen, hat er seine Rechnung nicht gezahlt. Hat irgendwelche Solarinstallationen gehabt, ist ihm dann halt wieder entfernt worden. So, komm, ein bisschen Futter, sonst muss ich wieder einen Hass suchen. Just out of this stuff. Genau, Tomatensuppe. Ach, das erinnert mich an ein anderes cooles Game. 60 Seconds, das muss ich machen, ja mal ein Let's Play. Das geht ja relativ schnell. Kochtopf. Ich pack das Zeug jetzt mal ein, weil eventuell, wenn es zu wolfig draußen ist und der Sturm nicht weggeht, will ich da... Hoffe, ich kann da im
mit dem Haus nächtigen. Kochen kann ich da, oder? Genau, Ofen. Ist schon mal gut. Kocht dort von mir aus genug. Essen jetzt auch. Wasser habe ich mitgenommen. Nein, Hagebutt habe ich nicht genug. Ja gut, also verhungern müssen wir da nicht. Das Problem ist, ich kann nur... Oh, wir müssen definitiv nicht verhungern. Okay, das erste Problem hat sich selber gelöst. Ich habe zu wenig wirklich gutes Brennmaterial. Wir müssen halt noch etwas zu... Ah, da ist noch eine Notiz. Nachbar. Zu den Wölfen. Das ist alles, oder? Das Vorratsräumchen. Küche. Wo haben die geschlafen? Gar nicht. Ah, da ist noch ein Raum. Genau. Und der letzte Raum, den lute ich dann in der nächsten Folge. Die Zeit ist schon wieder mal vorbei. Bis dann. Tschüss.